Herzlich willkommen bei CF Unboxings und Xavi hat neue Steelbooks von Avengers Age of Ultron und Ant-Man rausgebracht und in diesem Video möchte ich euch das Xavi exklusive Steelbook von Avengers Age of Ultron vorstellen. Wir haben natürlich das Ganze wieder in einen schönen Schuber gepackt. Das Ganze ist in Englisch und von hinten sieht das richtig cool aus. Aber mehr möchte ich euch da gar nicht mehr zeigen. Es ist halt einfach so ganz normal wieder der Pappschuber, wo man das Steelbook dann drin aufbewahren kann. Und dann haben wir hier jetzt das Steelbook natürlich mit einem Lenticular-Cover versehen, so wie bei den ganzen anderen Marvel-MCU-Steelbooks auch. Und wir haben hier einen richtig schönen Effekt. Wir schauen uns das Ganze mal an. Mit Ultron drauf. Ich finde das erstmal schon ein richtig schön gewähltes Motiv. Und auch das Lenticular ist zwar jetzt nicht so besonders, kann man nicht mit Blue Fans oder Nova Media vergleichen, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Effekt und verschönert das Ganze auf jeden Fall. Dann haben wir hier das Frontmotiv des Steelbooks, natürlich um einiges heller und klarer. Und ich finde es einfach richtig geil, dass wir hier Ultron auf dem Frontcover drauf haben. Sieht richtig geil aus, das Ganze ist rahmengeprägt, das Steelbook. Der Avengers Age of Ultron Schriftzug ist geprägt. Das Steelbook ist so leicht glänzend, hier ist es matt und hier ist es glänzend, das Motiv. Und der Ultron sieht einfach richtig geil aus mit den Augen. Also ich finde, das ist richtig gelungen, das Design von dem Frontmotiv auf jeden Fall. Ich mache das Lenticular mal wieder drauf, damit es nicht verloren geht, aber ich werde es wahrscheinlich danach ins Steelbook reintun, weil mir einfach das normale Motiv am besten gefällt. Auf dem Spin haben wir natürlich Avengers Age of Ultron, den Schriftzug, nicht wie bei dem deutschen Steelbook, einfach die ganzen Charakterköpfe. Finde ich jetzt auch cool, dass wir da endlich mal ein Steelbook haben mit einem normalen Spin. Dann das Marvel-Logo und das Blu-ray-Logo. Und jetzt kommen wir auf die Rückseite, das Bag-Motiv. Und das ist auch richtig geil geworden. Das ist ein Ausschnitt von dem originalen Kinoposter. Finde ich cool, dass man da nicht zu weit weggegangen ist, sondern aus der Nähe das genommen hat. Also es sind jetzt nicht alle Charaktere drauf. Thor ist leicht abgeschnitten. Aber alles in allem ist es ein richtig cooles Motiv und die wichtigsten Charaktere sind auf jeden Fall schön drauf. Auch der Druck ist richtig bunt und richtig kräftig und gefällt mir richtig gut, dass es hier auf jeden Fall matt, nicht fingerabdruckempfindlich. Machen wir das Ganze mal auf. Schauen wir uns das Steelbook von innen an. Wir haben natürlich wieder obligatorisch die blauen Scheiben und natürlich die 3D Blu-ray und die 2D Blu-ray. Und dann haben wir auch noch ein richtig schönes Innenmotiv, nämlich mit den Avengers in Action gleich die Eröffnungsszene. Was nicht ganz so cool ist, finde ich, dass man hier unten noch das Silberne sieht. Und es sieht schon ziemlich eingelegt aus, das Motiv. Aber anders hätte es man halt nicht machen können, damit man das so drauf bekommt. Aber ich finde, es ist insgesamt schon ein schön gewähltes Motiv. Es ist auch nicht ganz so scharf, weil es halt wie so ein Screenshot wirkt. Aber wir haben ja bereits von dem deutschen Steelbook dieses geile Motiv, wo sie alle drauf sind. Und deshalb ist es trotzdem besser, dass man sich hier ein anderes genommen hat. Das war es eigentlich auch schon mit dem Steelbook. Lasst mich gerne eure Meinung wissen, wie euch das Steelbook so gefällt. Ich kann euch auch nochmal im Vergleich das Deutsche daneben halten mit dem Avengers-Logo und hinten drauf mit Ultron. Ich muss sagen, mir gefällt das Xavi Steelbook auf jeden Fall besser, weil ich halt einfach immer eher so der Fan bin von bunten Artworks. Und hier war eben eigentlich kein wirkliches Motiv drauf. Also zwar schon sieht es sehr cool aus hier auch mit der Ultron-Form. Aber insgesamt gefällt mir halt so ein Motiv schon insgesamt einfach besser. Aber natürlich auch klasse, die beide zu haben. Und da würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, welches Steelbook euch besser gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.